Ja? Ich habe eine Frage zum Zusammenhang von Gehirn und Bewusstsein. Ja. Bezogen auf Out-of-Body-Experiencing und sogenannte Nahtoderlebnisse. Ja. Wie würden Sie das beurteilen? Das beurteile ich komplex, indem ich selbst solche Nahtoderlebnisse hatte. Dazu ist Folgendes zu sagen, also ich habe die Unvorsichtigkeit besessen, mit 29 Jahren mit meinem Auto gegen einen Zug zu fahren und habe das überlebt. Hatte intensive Nahtodes, also was man Nahtodeserfahrung nennt. Diese Tunnel, dieses Licht am Ende, die Musik, das unendliche Wohlbefinden. Wenn man das intensiv untersucht, kommt etwas sehr Ernüchterndes heraus. Hat mit Tod nichts zu tun. Die wenigsten, die wirklich dem Tod nahe sind, haben Nahtodeserfahrung. Es sind Menschen, die schwerste Hirntraumatisierung haben, wie ich hatte, wo das Gehirn in extremen Sauerstoffmangel gerät und extrem mechanisch geschädigt wird. War bei mir so. Dann gehen einige Gehirnteile in die Knie und dann hat man diese Halluzination. Das kann man im Labor unter bestimmten Bedingungen durch Hirnstimulation erzeugen. Das heißt, es sind Unterfunktionen derjenigen Hirnteile, die mir sagen, du als denkendes Wesen steckst in dem Körper. Das ist ein Konstrukt. Das müssen Kinder lernen. Und wenn der Hirnteil nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird, dann kommt die Illusion, als würde man außer deinem eigenen Körper schweben. Ist nicht schwer zu produzieren. Diese Musik und dieses unendliche Wohlbefinden ist die Konsequenz der Tatsache, wenn man schwer verletzt wird, wie ich es war, dann werden die sogenannten Endorphine ganz stark ausgeschüttet und ich habe ein unendliches Wohlbefinden gehabt. Das weiß jeder Schwerverletzte, der im Augenblick der schweren Verletzung häufig sich enorm wohlfühlt und dann versucht weiterzumachen, weiterzulaufen im Krieg, ist nichts Merkwürdiges. Also viele der Dinge, ich könnte eine lange Liste davon, fast alle haben ihre völlig natürliche Erklärung, das kann man im Labor auch produzieren. Und sie haben eins nicht, irgendeinen notwendigen Zusammenhang zwischen dem Tod, sondern es ist die Schwere des Unfalls. Und viele Krebspatienten haben gar keine Nahtodeserfahrung, obwohl sie die haben müsste. Weil die nicht diese schweren, akuten Verletzungen im Gehirn haben, haben sie die nicht. Das ist ja merkwürdig. Und diese Halluzinationen, da sind jetzt freundliche Menschen, die sprechen zu mir, die Musik und so weiter, das ist künstlich hervorrufbar, wenn man bestimmte Teile des Gehirns stimuliert, was man gemacht hat. Also auch das ist ernüchternd und ich würde auch sagen, wenn man dann sagt, ja, die waren im Paradies, da waren so freundliche Menschen, habe ich meinen Großvater gesehen und meinen Onkel und wen auch immer und die waren so nett und es war alles Wälder und Grün und sonst was und rauschende Bäche, wäre ich da vorsichtig. Also wenn das Paradies wäre, so ein bisschen schöner als hier, ansonsten dieselben Menschen, ne? Mein Großvater, jetzt auch noch im Paradies. Also da muss man eher so mit den gewieften Theologen sagen, also wenn es ein Jenseits gibt, dann ist es völlig und zur Gänze anders, als wir uns jemals vorstellen können. Ne? Das zur Vorsicht. Also dieses Out-of-Body-Experience, das ist eine bekannte klinische Tatsache. Diese anderen Sachen sind untersucht worden und ich kann nur berichten, was ich kürzlich gelesen habe. Kein einziger Fall konnte dokumentiert werden. Es gibt viele Berichte, wie ein Freund von mir sagte, vieles ist komisch, aber wenn man anfängt, es genau zu untersuchen, was schwer ist, kommt nichts bei uns. Also das ist mit Telepathie so, dass überall alle diese übersinnliche Wahrnehmung, immer wenn Tausende von Leuten hingegangen sind und haben es versucht, wirklich nachzuprüfen, hat sich in Luft aufgelöst. Das heißt nicht, dass es so etwas nicht prinzipiell nicht gäbe, sondern nur es ist nicht nachprüfbar. Und alle diese Untersuchungen sind genauestens untersucht worden, es ist bisher nichts gefunden worden. Nämlich das wäre etwas, was wirklich absolut sensationell wäre, weil es allen Naturgesetzen widersprechen würde. Ich will da sehr vorsichtig sein. Ich sage nur, es ist nicht wirklich überprüft worden. Kein einziger Fall von Telepathie und Gedankenlesen und so weiter hat den Test überstanden. Ich habe seriöse Berichte. Ich kenne die Berichte. Man guckt in der also, Möglichkeit, wie man es ja. Der Stelle von oben. Gut. Das mit dem von oben habe ich versucht zu erklären, ist ja auch nicht meine Erklärung. Das allermeiste, auch mit Telepathie in
im Krieg, dass Frauen geträumt haben und dass ihre Männer gefallen sind, und ein paar Tage später kriegen sie einen Brief, dass das wirklich der Fall war. Unzählige Geschichten. Dann hat man das überprüft und hat den Regenmacher-Effekt wieder gefunden. Das heißt, man merkt sich das, wo es stimmt, und vergisst das, wo es nicht stimmt. Und zigtausende von Ehefrauen haben geträumt, dass ihr Mann fiel und es stimmte nicht, haben es vergessen. Das kann man ausrechnen, überprüfen. Und viele solcher Berichte sind zufällig zutreffend. Die reden dann etwa über etwas, was mit einiger Wahrscheinlichkeit nebenan da ist. Ich will nur sagen, das ist eine komplizierte Sache. Und ich kenne auch in Magazinen wie Science und Nature große Untersuchungen, die gezeigt haben, dass da nichts wirklich bewiesen ist, nämlich das würde die wissenschaftliche Welt auf den Kopf stellen, und da stürzen sich gleich tausende von Leuten darauf und untersuchen das. Ich will das in aller Vorsicht sagen.